Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, entgegen der Ausführungen der Kollegin Schröder-Köpf und auch von Herrn Watermann gibt es hier natürlich einen gemeinsamen Kern, der diese beiden Punkte, die hier in der Überschrift angesprochen sind, betrifft. Es geht nämlich jeweils um die Frage, wie eigentlich der Staat und wie der Politik mit religiös motivierten Handlungen umgeht und wie man dann darauf reagiert. Und mit welchem Wertekanon, mit welchem Regelwerk man darauf eigentlich reagiert. Und da hat der Kollege Onner ja eben schon darauf hingewiesen. Wir haben unsere Verfassung, das Grundgesetz, Recht und Gesetz sind hier der Maßstab, wie wir damit entsprechend umzugehen haben. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Religionsfreiheit, die in diesem Kontext dann im staatlichen Handeln maßgeblich ist. Aber sie ist eben nicht grenzenlos, sondern sie findet ihre Grenzen. Sie findet ihre Grenzen im Schulbetrieb, etwa darin, dass ein staatlicher Erziehungsauftrag zu erfüllen ist. Und sie findet ihre Grenze im Schulbetrieb in dem Schulfrieden, die hier dann eben beide auf religiös motivierte Handlungen treffen. Und da, meine Damen und Herren, kann es bei einer NICAP überhaupt gar kein Missverständnis geben. Denn die NICAP ist gegen das, was wir in der Schule brauchen, nämlich eine offene Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Eine Vollverschleierung, die das verhindert, ist schlechterdings nicht mit dem staatlichen Erziehungsauftrag und auch nicht mit dem Schulfrieden vereinbar. Deshalb kann es da überhaupt gar kein Missverständnis und gar keine falsch verstandene Toleranz gegenüber geben. Da gibt es eine klare Aussage. In dem besonderen Fall scheint mir das Problem zu sein, dass die Schule schlechterdings viel zu lange zugeguckt hat und das geduldet hat. Und natürlich bei der Schülerin irgendwann der Eindruck entsteht, das wird schon irgendwie hingenommen. Und genau das, meine Damen und Herren, ist übrigens das Problem mit ihrer Einzelfallargumentation. Sie wird natürlich herangezogen werden in anderen Fällen, dass man gesagt hat, ja, wenn ihr es da geduldet habt, warum verbietet ihr mir das hier eigentlich? Der Staat bindet sich auch durch sein eigenes Verhalten und deshalb funktioniert das nicht. Und deshalb ist es ein großer Fehler, dass die Schule das so gemacht hat. Und die Frage ist ja, warum hat die Schule das eigentlich so gemacht? Und da kommen wir dann wieder zum gemeinsamen Kern der einzelnen Punkte. Was wir jedoch überall feststellen, ist in den staatlichen Institutionen unter dieser Landesregierung eine große Verunsicherung im Umgang mit religiös motivierten Handlungen. So richtig weiß man nicht, wie man das einordnen soll. Und das finden wir in verschiedenen Bereichen. Das finden wir hier in der Schule. Wir finden es übrigens auch bei den Sicherheitsbehörden, bei der Polizei. Wieso sagt denn ein Polizeibeamter im Zeller Prozess bei den Wolfsburgern, ja, das mit den Ermittlungen in Moscheen, das ist so eine Sache, das ist eine heikle Sache, da lassen wir lieber den Finger davon. Das ist doch nicht der Ausdruck dessen, dass der das nicht machen will, sondern er ist verunsichert, weil er nicht weiß, wie die Landesregierung das denn überhaupt einschätzt und ob das politisch gewollt ist. Wie ist es denn beim Umgang mit Saphir, wo neben dem Alter auch die Religion eben eine Rolle gespielt hat, dass der Verfassungsschutz hier eben nicht gespeichert hat? Wie ist es denn bei der Koranverteilungsaktion, wo genau die Argumentation kommt, naja, das Verteilen des Korans an sich ist ja als religiöse Handlung nicht zu beanstanden, einverstanden, genauso wenig wie das Verteilen der Bibel. Aber die Motivation dahinter, die ist doch offensichtlich spätestens jetzt bekannt und dann vergisst noch der Innenminister, diese Organisation Schlüssel zum Paradies hier zu verhindern. Da ist natürlich Ausdruck einer Verunsicherung im Umgang damit. Und das, meine Damen und Herren, das muss sich diese Landesregierung vorhalten lassen, dass sie hier eben nicht in der Lage ist, eine klare an Recht und Gesetz gegebene Linie aufzuzeigen, die gar nicht erst dazu führt, dass solche Einzelfälle, wie sie jetzt beschrieben werden, solche Verstöße passieren, die dann als Beispiel herangezogen werden können, um dann später wieder sowas zu haben. Und das liegt begründet in den Unklarheiten dieser Landesregierung, die von Anfang an, und in der Sicherheitspolitik sehen wir das ja sehr deutlich, die von Anfang an mit dem Anspruch gekommen sind, ja, also wir müssen da sehr differenzieren. Ich bin ein großer Freund von Differenzierung. Aber wenn man im Rahmen der Differenzierung nur Verwirrung schafft und keine klaren Leitlinien gibt, keine klaren Kanten aufzeigt, dann kommt genau das, was wir hier erleben, dass nämlich man aus falsch verstandener Toleranz zu solchen Ergebnissen kommt, die eben nicht mehr mit unserem Rechtsstaat, mit unserem Grundgesetz vereinbar sind. Und genau dazu führen übrigens, dass sie Beispiele schaffen, die genau denen den Nährboden schaffen, die genau dieses nehmen und sagen, das ist eine falsche Entwicklung hier in Deutschland, obwohl das keiner in diesem Maße will. Aber sie schaffen diese Beispiele, die als Orientierung dienen für diejenigen, die an religiösen Fragen entlang spalten wollen. Und das ist ihre Verantwortung, hier eine klare Kante aufzuzeigen. Das tun sie nicht. Das ist bis weiter nicht erkennbar. Ich mutmaße auch aus unterschiedlichen Auffassungen mit Ihrem Koalitionspartner seitens der SPD, dass es da eben falsch verstandene Toleranz gibt.
erst so langsam kommt der Innenminister in die Spur mit dem, was er tut, aber er hinkt den Entwicklungen im Sicherheitsbereich immer hinterher, was schon wieder bei der Verbotsaktion zu den Koranverteilungsständen deutlich wird. Es war der Bundesinnenminister, der das gemacht hat, und der Landesinnenminister musste irgendwann oder das Innenministerium einräumen, dass man das, die in Hannover aktiv sind, das auch noch vergessen haben, diese Organisation mit einzubeziehen. In diesem Sinne brauchen wir mehr Klarheit, mehr Deutlichkeit im Umgang, mehr Souveränität im Umgang mit religiösen Fragen und nicht immer gleich zurückschrecken und die Sorge haben, man könnte religiöse Gefühle verletzen. Hier geht es um Behauptung des Grundrechts, der Grundrechte, des Grundgesetzes und unserer verfassungsgemäßen Ordnung. Vielen Dank.